Biergarten nochmal extra zusätzlich gemacht für Kranke. Also wir haben uns schon ein bisschen ins Zeug gelegt. Und wir sind mittlerweile zufrieden. Wir sind erste Woche sehr zufrieden. Ja. Was ist das, auf einen Satz zusammengefasst, was ist das Besondere am Ghost? Das Besondere am Ghost ist, dass wir diese zwei Schienen fahren können. Wirklich tagsüber das normale Standardprogramm für Familie und speziell auch für Kinder. Ne, es ist jetzt nicht zu hart. Und abends halt diese Schippe drauflegen, dass die Jugend reinkommt und wirklich rauskommt und sagen, jetzt nehme ich dich mit, jetzt musst du da mit mir rein. Das ist halt das, was das so besonders macht. Warum darf man das nicht verpassen? Man ist hier, um was zu erleben. Und ich glaube, dass man da schon, gerade wenn die Live-Hersteller da sind, das ist individuell. Die stehen einmal da, die sind immer woanders. Es ist nicht immer dasselbe. Es ist kein Karussell, was sich immer im Kreis dreht. Ne? Es ist immer kann man woanders erwischt werden und gepackt werden. Wir haben eine Sache gehört, die im Grunde für fast alle Schausteller gilt. Tatsächlich ist es so, dass ständig gewerkelt wird, ständig Verbesserungen aufgebaut, eingebaut werden. Und das auch ganz gerne mal. Dafür sind wir sehr dankbar, auch für Krange etwas Neues integriert wird. Sie gibt es aber schon ein bisschen länger. Für uns sind sie eine Neuheit, weil sie das erste Mal bei uns sind. Wie lange gibt es das Geschäft? Also wir haben das Geschäft seit 99. 99 hat mein Vater das übernommen von einer Schaustellerfamilie aus Mainz. Und aber da war es eigentlich nur diese reine Fassade. Dieser ganze Wasserparcours, den habe ich vor 3 Jahren, das habe ich alles selber entwickelt und gebaut. Der ist da vorgekommen und da kam dann auch dieser Wechsel, wo wir dann auf die größeren Volksfeste. Das Geschäft wurde immer größer, es wurde immer besser, dann durch die lebenden Darsteller und dann wurden diese namhaften Kirmesplätze wurden dann auch zu unserer Reiseroute dann, Gott sei Dank. Erzähl ich jetzt Kranke einfach mal dazu. Danke. Auf jeden Fall. Danke, dass Sie da sind. Ich danke. Tagsüber geht es das auch gerne mit Kindern. Was ist der Eintrittspreis? Der Eintrittspreis 3,50 Euro. 3,50 Euro und die kleinen Kinder kriegen alle noch ein paar Dracula-Zähne dabei. Das ist so eine kleine Hemmschwelle von den Kindern schon mal genommen. Ne? Und dann, also wenn sie vorne, Mama, und dann sagt die Mama, hier, guck mal, was du dabei kriegst, und zack, sind sie drin. Ne? Also, wir geben uns doch schon Mühe, dass alle zufrieden sind und begeistert sind. Maximal 25 Grad, dann glaube ich, laufen die Geschäfte am besten. Auf jeden Fall. Danke für heute. Wenn Sie noch mal Lust haben, kommen Sie wieder rum. Wir haben heute schon was gesehen.